zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute alles zum Thema Hautpflege von Gesicht, Hände und Körper. Ich zeige euch alles, was ich benutze, wirklich alles. Und wir fangen an mit der Rubrik Gesichtspflege. Und da nehme ich das erste Produkt deswegen, weil mich da unheimlich viele Fragen zu erreichen. Auf sämtlichen Frequenzen, Facebook, YouTube und auf Instagram. Ich habe ja ein Video dazu gemacht, wo ich euch meine problematische Haut vorgestellt habe und eben dieses Produkt, weil das eben mein absoluter Retter gewesen ist. Und ganz viele haben sich das jetzt nachgekauft und wie gesagt, erreichten mich unzählige Nachrichten und Fragen. Die meisten haben entweder Moisturizing oder Clear Skin benutzt. Ich benutze, wie gesagt, Moisturizing. Mal kurz gucken, ob meine Kamera aufnimmt. Manchmal vergesse ich nämlich auch auf Rück zu drücken und dann rede ich und dann nehme ich gar nicht auf. Na, jedenfalls habe ich ganz viele Fragen dazu bekommen, weil, wie ich ja schon in dem einen Video gesagt habe, es etwas ist, woran man sich gewöhnen muss, weil man es eben gewöhnt ist zu cremen und dann ist es halt ein bisschen man muss sich halt umprogrammieren, weil eine Creme anders wirkt. Quasi auf der Haut sofort. Es fühlt sich einfach auf der Haut anders an und dann ist man eben gewöhnt sein ganzes Leben und dann fällt es eben schwer, sich darauf umzustellen. Kurz, wenn ihr das Video nicht gesehen habt, das sind Mikrofibrillentücher, die ich benutze gleichzeitig zum Abschminken und für meine Gesichtspflege. Ja, jetzt denkt ihr, hä, wie mit einem trockenen Tuch? Natürlich nicht. So, also ich nehme dieses Tuch. Das ist ein Mikrofibrillentuch. Das hat eine ganz flauschige Seite. Das ist noch feiner als Mikrofaser und dann muss man das aktivieren unter Wasser. Deswegen mache ich das feucht, nicht zu nass, weil wenn es zu nass ist, dann macht man nämlich automatisch das Auswringen. Und wenn du das auswringst, dann macht man natürlich etwas nicht ganz so Kluges, dann gehen die ganzen Wirkstoffe mit dem Wasser natürlich flöten in den Abfluss. Das ist natürlich das, was ich nicht will. Also nehme ich das Tuch, mache das feucht. Und dann nehme ich das, mache zuerst meine Haut, komplett das Gesicht und ganz zum Schluss nehme ich die Augen, das Augen-Make-up ab. Und dann, wenn ich dann noch ein Eckchen habe, was frei ist, mache ich Hals und Dekolleté. Das habe ich die ersten 3 Monate gemacht, morgens und abends. Gerade die ich halt häufig lese ist, ist das normal, was soll ich da jetzt machen? Abwarten, benutzt es weiter und ich schwöre euch, nach 2 Wochen habt ihr euch daran gewöhnt und eure Haut auch und dann seht ihr die ersten Ergebnisse und dann werdet ihr das wahrscheinlich genauso geil finden wie ich. Vielleicht kennt ihr das, wenn man morgens so aufsteht und dann hat man schon so einen mega fettigen Bronzelschmodder auf dem Gesicht, also so eine richtige So, das habe ich aber seitdem, ich sag mal so seit 2 Monaten, habe ich das nicht mehr. Das heißt, ich stehe morgens auf und meine Haut sieht toll aus. Ich habe auch nicht mehr diesen Sprotzelrotz. Deswegen brauche ich das Tuch morgens nicht mehr zu benutzen. Meistens nehme ich einfach, was heißt meistens? Ich nehme einfach klares Wasser und wasche damit mein Gesicht. Ja, dann nehme ich irgendeine billige Feuchtigkeitspflege. Das war jetzt die von La Cura Face Feuchtigkeitscreme für alle Hauttypen. Die ist von Aldi Süd. Und ich muss mir auch eine neue kaufen, weil die ist leer. Ja. So, die benutze ich morgens. Wie gesagt, abends zum Gesichtsreinigen nehme ich mein Mikrofibrillentuch von Fila B. Mehr brauche ich nicht. Das ist alles. Vor dem Schminken morgens, dann nehme ich noch eine Feuchtigkeitspflege für die Augen. Die ist von Art Deco. Das ist die Skin Yoga Repair Augencreme. Die ist parabenfrei, parfümfrei und alles frei, Konservierungsstoffe frei. Die finde ich auch richtig toll. Zu der Feuchtigkeitspflege von Aldi, mein Gott, das ist was ganz Günstiges, weil wie gesagt, dadurch, dass meine Haut so toll ist, brauche ich nicht so wahnsinnig viele Sachen mehr. Manchmal nehme ich auch, wenn ich weiß, es ist jetzt zum Beispiel ein besonderer Tag und ich brauche ein besonderes Make-up und ich möchte an dem Tag besonders gut aussehen, dann nehme ich das Tuch auch noch morgens, weil es diesen sanften Peeling-Effekt hat und dann wirkt mein Make-up einfach besser. Also das Make-up, was ich hinterher auftrage, das sieht einfach viel
besser aus, weil die Haut eben ganz gepeelt ist und auch richtig glatt und nicht so, ja, das Make-up, das verteilt sich auch ganz anders, weil ich eben auch eine ganz perfekt vorbereitete Haut habe. Ich kann das gar nicht anders. Wenn man sich cremt, dann hat man ja schon was auf der Haut und dann schichtet man das. Aber wenn ich das Tuch benutze, dann ist meine Haut halt so vollkommen frei von allem und dann wirkt das Make-up einfach viel besser. Also, wenn ich noch einen besonderen Anlass habe, dann benutze ich das morgens immer noch. Ansonsten reicht mir Wasser und meine Feuchtigkeitscreme und wenn ich mich dann schminke, eine Augenpflege. Abends vor dem Schlafengehen benutze ich noch immer, die liegt auf meinem kleinen Nachttisch, meine Labello Lip Butter in der Geschmacksrichtung Kokosnuss. Also ich mag die echt gerne. Ich bin echt kein Freund davon, seine Finger irgendwo reinzustipsen. Aber ich mache einfach hier so eine Schnüss und dann geht das eigentlich ganz gut. Also ich mag das ja nicht so gerne, mit den Fingern da irgendwo drin rumzurühren. So, und dann kann es ja auch immer mal wieder vorkommen, dass ich einen Pickel habe. Wenn ich einen Pickel habe, dann drücke ich ihn entweder aus, ja, ist so, oder wenn das, kennt ihr das, wenn das so unterirdisch ist, also so quasi so unten, ganz tief so in der Pore so drin und dann ist das gar nicht so nach außen, das ist nicht so, eine, so ein Außenpickel, sondern so ein nach innen Pickel, da kann man natürlich nicht drum rumdrücken und um Gottes Willen drückt da auch nicht rum. Wenn ihr, bevor ihr überhaupt irgendwas rumdrückt, das wollte ich euch auch mal immer sagen, macht das bloß nicht mit den blanken Fingern. Ich nehme mir meistens ein Taschentuch und reiße das auseinander, weil mit den Fingernägeln, da verletzt man sich total die Haut. Und am besten ist, man nimmt gar, also nicht die Nägel zum Drücken, sondern nur die Fingerkuppen, schiebt so ein bisschen vorsichtig und vorher noch Hände waschen und Taschentücher quasi so benutzt. Ich nehme jetzt mal hier das Tuch so als Demonstration, legt man sich so über die Finger und dann drückt man so. Das ist viel schonender für die Haut. Und was ich auch eine Zeit lang gemacht habe, wovon ich euch aber nur abraten kann und um Gottes Willen tut es nicht, diese Pflaster zum Abreißen, da gibt es auch Gesichtsmasken so zum Abreißen, ne? Also alles, was ihr auf die Haut schmiert, das trocknet und dann reißt ihr das ab. Um Gottes Willen, lasst das bloß sein. Ich weiß, das ist total schön, weil man sich hinterher die ganzen Mitesser und den ganzen Schmonsens da an diesem Ding angucken kann, aber ich habe da richtig Probleme hinterher gekriegt, weil ich das lange regelmäßig gemacht habe und je länger ich das gemacht habe, ich habe es nicht jeden Tag gemacht, aber mindestens einmal in der Woche. Nach einiger Zeit habe ich gesehen, dass die Haut immer dünner wurde, weil man sich, ist ja klar, da bleibt ja auch nicht nur der Mitesser dran hängen, sondern auch die Hautschüppchen und dadurch wurde die Haut immer dünner und auf der Nase hier, weil meine Haut war so dünn, das sah wirklich ganz furchtbar aus. Ihr verletzt euch damit total die Haut, das kann man mal machen. Mal. Ganz, ganz selten. Aber nicht einmal in der Woche oder öfter. Kann ich euch wirklich von abraten. Und wenn ihr mir jetzt unter den Kommentare schreibt, ja, ich mache das aber jetzt irgendwie schon ganz lange, dann hast du Glück. Doch mal zurück zu den Pickel. Also wenn ich einen Pickel habe, dann nehme ich das hier. Das ist eigentlich was zur Hautreinigung. Das hatte ich auch einmal in irgendeiner Glossybox. Naturally Active Skincare Liss Earl. Cleans and Polish, Hot Clothes Cleanser. Da ist drin Rosmarin, Kamille, Kakaobutter, Eukalyptusöl. Und ich glaube, da ist auch Teebaumöl drin, weil das riecht nämlich total danach. Und eigentlich ist das ein Gel, was man, eine Creme, was man, Gel, Creme, so ein Zeug. Und das trägt man im Gesicht auf zum Abschminken. Dann hat man noch so ein Baumwolltuch dabei und dann wischt man das damit eben ab. Ich benutze das aber anders. Wie gesagt, ich gebe das so punktuell auf meinen Pickel über Nacht und ich schwöre euch, am nächsten Tag und spätestens am zweiten Tag ist der Pickel weg. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es muss an diesen Inhaltsstoffen, an diesen Ölen vielleicht, Rosmarin, Eukalyptus. Das ist auch überhaupt nicht dafür gedacht. Da steht auch nirgendwo, dass das jetzt extra für Pickel wäre oder so. Das war wirklich nur zufällige Angelegenheit. Also einmal in der Woche, da trage ich eine Gesichtsmaske auf und zweimal sonntags. Sonntags ist mein Beauty, mein Spa-Tag. Und da nehme ich meine Gesichtsbürste und ein Waschgel, irgendein random Waschgel.
gebe das auf meine Gesichtsbürste. In dem Fall ist es jetzt von Neutrogena 1. Das habe ich schon echt lange, bestimmt schon ein oder zwei Jahre. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch benutzen darf. Ob das noch so lange haltbar ist, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich nicht. Jedenfalls gebe ich das eben auf meine Gesichtsbürste, reinige damit einmal mein Gesicht vor und gebe dann eine Gesichtsmaske drauf. Im Moment stehe ich total auf die Heilerde, also alles, was mit Heilerde ist. Das ist jetzt eine von... Weiß ich gar nicht mehr. Luvos. Aber ich habe echt ein Faible für alles. Oh, ha. Alles, was mit Heilerde ist, kann ich euch wirklich nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Es gibt auch unheimlich viel, was lecker, so noch Schokolade und Erdbeer und was weiß ich nicht riecht. Aber ich stehe da total drauf, alles, was mit Heilerde ist. Da merke ich immer, dass da richtig auch was mit meiner Haut passiert. Ja, und das war's schon. Mehr brauche ich nicht. Also das ist für mein Gesicht, das ist alles. Ich benutze keinen Primer mehr, ich habe kein Peeling, ich habe keine Nachtcreme, keine teure Augencreme, ich habe keine teure Tagespflege, ich habe keine Antifalten, keine irgendwas. Was ich auch euch empfehlen kann, wenn ihr die benutzt habt, dann schmeißt die um Gottes Willen nicht weg, bewahrt euch die auf, schmeißt die mit in die Waschmaschine, weil die sind richtig geil für die Pinsel. Das habe ich nämlich mir letztes Mal gedacht, weil ich brauchte einen Pinsel für eine helle und für eine dunkle Farbe. Dachte ich, okay, jetzt wenn ich den jetzt wasche, dann lasse ich den. Ich wollte ja jetzt mein Augen-Make-up fertig kriegen, deswegen habe ich den in meinem Filabetuch. Und da bleibt alles sofort hängen und der Pinsel ist wieder sauber und ich konnte den sofort wieder benutzen. Also schmeißt eure Filabetücher nicht weg, sondern benutzt die für eure Pinsel oder macht damit irgendwas sauber, weil diese Mikrofibrillen sind mega genial. Also, ne, nicht wegschmeißen. So, dann kommen wir weiter zur Körperpflege. Da habe ich jetzt leer gemacht. Von Vandini, Tahiti Vanille und Macadamia. Body Lotion. Ich liebe Body Lotion überhaupt. Na, ich liebe es. Und in der Dusche fängt meine Hautpflege nämlich schon an. Da schwöre ich drauf. Und zwar so ein Duschpuffel. Die haben bestimmt auch einen Namen, diese Duschpuffel. Ich sag Duschpuffel dazu, aber ich bin mir ganz sicher, das hat auch tatsächlich einen Begriff. Und der riecht ganz toll nach meinem Duschgel. Wie gesagt, der Duschgel drauf und damit peel ich das. Wenn ihr auch so Probleme habt mit diesen Pickelchen, ne, diesen Trockenheitspickelchen, immer schön damit einseifen. Das ist so schön, Spaß und dem spart ihr damit total viel Duschgel. Auch für die Beine, gerade jetzt der Sommer kommt, ne, ich benutze das immer hier für meine Beine. Und auch für die Bikini-Zone, ja, weil dann habe ich viel, viel, viel weniger Probleme mit eingewachsenen Haaren, weil das hat ja auch so einen Peeling-Effekt auf der Haut. Und dadurch sind, ja, meine Beine und mit der Bikini-Zone, dann habe ich überhaupt gar keine Probleme mit eingewachsenen Haaren. Ich liebe diese Lotions von Vandini und das ist eben meine absolute Lieblingssorte, Vanilla Macadamia. Ich finde, das riecht so gut. Das riecht so lecker. Die sind nicht wirklich günstig für eine Lotion. Ich mag die richtig gerne, weil die so toll duften. Wie gesagt, das sind die Produkte, die ich benutze für meinen Körper. Jetzt habe ich noch ein paar für meine Hände. Ich bin echt voll der Mega-Freak, was Handpflege betrifft. Gebe ich offen zu, ich habe einen totalen Faible für Handpflege. Und mein absoluter Favorit momentan ist von Balea. Und zwar die Handlotion Golden Glamour. Das riecht so mega gut. Es gibt aus der Reihe noch eine Badelotion. Und die werde ich benutzen. Allerdings bade ich nicht. Ich werde das unter der Dusche benutzen als Duschgel. Das riecht so toll nach Patchouli und nach Vanille. Und ich stehe total momentan auf Patchouli-Düfte. Oh, das riecht einfach nur richtig gut. Und ich gebe zu, dass ich die auch manchmal nach dem Duschen als Körperlotion benutze. Ja, ich benutze die Handcreme als Körperlotion, weil ich einfach diesen Duft so toll finde. Und ich wünschte, Balea hätte noch mehr davon. Von diesen tollen Sachen. Also so noch eine Duschgel oder ein Körperspray oder ein Deo oder so. Noch mehr alles davon. Finde ich so toll. Jetzt ist mir... Ja, wie gesagt, meine Bodylotion ist mir jetzt ja alle gegangen. Die ist leer. Ich habe davon aber noch die
Handcreme. Die mache ich auch total gerne. Ja, und dann kommen wir auch schon zu dem allerletzten Produkt. Und zwar gehe ich jetzt auch öfter mal in die Sonne. Nicht mehr ins Solarium, aber ich habe ja jetzt einen Balkon und auf diesem Balkon kommt auch ab und zu mal Sonne. Und dann setze ich mich gerne hin und dafür habe ich mir jetzt geholt von Australian Gold, Devously Dark, Darkeningly Dark Intensifier, Daringly Dark Intensifier. Es ist ein Bräunungsbeschleuniger, auf Deutsch gesagt, oh mein Gott. Auf gut Deutsch gesagt, es ist ein Bräunungsbeschleuniger. Den trage ich auf, bevor ich mich auf den Balkon setze, so hier schön Arme, Gesicht, Dekolleté, dann knalle ich mich dann in die Sonne. Und ich schwöre es euch, nach 10 Minuten, also ich werde ja jetzt nicht so richtig knackebraun, ne? Bis ich knackebraun bin, das dauert auch schon mal, das ist wahrscheinlich schon Oktober, bis ich mal braun geworden bin. Aber ich merke sofort, ich kriege sofort Sommersprossen. Ne? Sommersprossen, Pigmentflecken. Pigmentflecken klingt auch nicht so schön. Ne? Aber halt so Sommersprossen überall. Und auch im Gesicht. Die überschminke ich ja immer so. Aber eigentlich habe ich Sommersprossen. Und ich habe auch ganz viel auf den Schultern und eben auf den Armen. Und wie gesagt, damit, wenn ich das benutze, dann geht das doch viel, viel schneller. Und ich war mal wirklich so eine halbe Stunde in der Sonne und bin reingegangen und ich habe richtig gesehen, wo mein T-Shirt gewesen ist. Ich hatte so einen Tanktop an, ne? Das konnte ich sehen. Also das Zeug knallt. Kann ich nur empfehlen. Außerdem riecht das auch so nach Kokosnuss-Red Bull-Rülps. Also auf jeden Fall sehr, sehr gut und sehr exotisch. Und ich glaube, das kann man auch definitiv benutzen für Solarium. Also wenn ihr Solariumgänger seid, oder jetzt eben auch Sonnenanbeter wie ich und die Sonne mal scheint. Oder ihr fahrt jetzt mal in Urlaub, es sind ja jetzt auch bald wieder Ferien, dann fahren vielleicht einige von euch in die Sonne. Dann schaut euch das mal an. Kann ich empfehlen. Riecht gut und es knallt. Also ich schwöre euch, vielleicht ist es auch ein Placebo-Effekt. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ich habe den Eindruck, das knallt. Gehabt euch wohl. Bis dann.